Was geht, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge natürlich von Mechanica Museum. Wir sind ja in der, ich glaube im Kapitel 3 sind wir stehen geblieben, mit dem wundervollen Fragment hier, wo ich mich frage, okay, was ist das, was wird es? Ich habe keine Ahnung. Wenn du genauso gespannt bist wie ich, dann bleibst du auf jeden Fall dran und wart nach dem Intro. Geht's auch gleich los. Also bis gleich, ihr Lieben. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal gucken. Also, da leckt schon mal was. Da ist schon mal was kaputt gegangen, würde ich sagen. Sieht aus wie eine Turbine. Okay, hier können wir. Oh. Okay. Die Taste ist runtergefallen und kaputt gegangen. Warte mal. Moment. Ich bräuchte ein dünnes Objekt, um eine mechanische Taste auszulösen. Gibt es hier bestimmt auch. Kümmere ich mich später drum. Na, eigentlich. Okay. Also eine Taste ist auf jeden Fall schon mal runtergefallen. Okay, hier müssen wir mal das Endoskop nutzen, sagte er. Nur gut, wenn wir das mal tun. Boah. Okay, da schon mal. Wo wollen wir denn da hin? Oh. Okay, da ist was. Da ist was runtergefallen. Eieieiei. Also dieses Rätsel. Okay, hier ist nichts weiter. Tja, dieses Rätsel. 1, 2, zack, zack. Also 2 oben, 2 unten. Okay. Ich glaube, wir können noch damit. Mit dem Endoskop können wir nichts tun, ne? Ne. Okay, gehen wir mal wieder ein Stück zurück. Okay, auf jeden Fall funkt das hier schon mal. Okay. Okay, also es waren ja theoretisch waren es die 2, würde ich jetzt mal so behaupten. Nochmal reingucken. Wir haben ja nur ein bisschen, haben wir ja schon Druck gedrückt hier. So zapp, zapp, zapp. Noch einer weiter. Ah, okay. War falsch rum. Spiegelverkehrt. Okay, spiegelverkehrt. Das heißt also, theoretisch müssten wir den raus, den an, den raus, den raus. Und dann sollte das eigentlich. Ja, weiß ich. Schieben wir nochmal rein. Da. Wir müssen auch mal gucken hier, das Ding. Das ist doch. Ja, sind alle richtig, außer der eine, wo der Knopf abgefallen ist. Okay. Da kümmere ich mich später drum. Nee, ich will das jetzt haben, du Blödi, du.
Okay, aber hier gibt es auch nichts, was einem vielleicht weiterhelfen könnte. Ich muss eine Möglichkeit finden, diese Kiste zu öffnen. Ja, die Möglichkeit habe ich ja nur hier nur mit dem Endoskop, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das ist echt kurios. Wir gehen jetzt hier runter. So, die leuchten. Düm, 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 düm. Da ist der Schalter. Ja, der da runter, da fehlt ja der Schalter. Der ist ja nun mal rausgeplumpst. Das ist ja jetzt wieder... Das ist ja jetzt wieder komisch, weil... Genau darunter ist ja der kaputte Schalter. Finde ich. Ich bräuchte ein dünnes Objekt, um den Mechanismus der Taste auszulösen. Ein dünnes Objekt. Hier auf meinem Tisch liegt nichts, ne? Was ich nutzen könnte, außer ein Buch. Ein Kugelschreiber. Na. Okay. Oh, cool. Okay. Ach du. Okay. Moment. Erstmal versuche ich diese Anti... Gravitationsmaschine einzusetzen. Dadurch kann ich das Objekt besser untersuchen. Ich habe eine Gravitationsmaschine? Achso, ja, aus dem vorigen. Ja, stimmt. Das ist echt cool, das Ding. Krass. Gut. Jetzt kann ich die Gravitationsmaschine... Okay, es ist blockiert. Okay, lässt sich nicht öffnen. Ja, ist doch gut. Aber da... Ach du... Nolododo. Eieieiei. Okay. Ah, okay. Ja, machen wir das andersrum. So. Was ist das? Okay. Benjamin, das ist denn jetzt ein schönes. Wie ich es mir dachte, eine Schriftrolle ohne etwas drauf. Kann ich mir nicht ganz so vorstellen. Ich brauche ein Werkzeug, es wäre besser geeignet als mein alter magnetischer Schraubenzieher. Okay, ja. Magnetischer Schraubenzieher, warum nicht, ne, würde ich sagen. Aber das Dreieck ist ja... kurios. Drücke dann auf den Orangenschalter. Oh, heftig. Oh, 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 oh. Drücke.
Nee, Dreieck brauchen wir nicht. Nein, nein, nein. Würde ich glatt sagen. Unten, oben, Mitte, Mitte. Die können bloß so, so, so. Okay, die werden so, so. Nein, nein. Wie war denn das jetzt? Nein. Nee, so geht das auch nicht. Nee, warte, Moment, Moment. Also, die sind ja... Das ist auch komisch, ne? Oh! Also... Was ist das? Metallkugel. Aber warum? Da ist für zwei. Zwei, wo die andere wohl ist. Okay, also da ist für zwei Kugeln Platz. Ich würde sagen. Was ist das hier oben? Okay, das war jetzt... Also hier ist auch noch so ein Drehding. Okay, das ist jetzt ein bisschen kurios, finde ich. Das ist jetzt... Okay. Also die kann man drehen, wie man will. Ah, das ist ja jetzt ein bisschen... Nein. Nein. Drucken können wir die auch nicht. Moment. Wir gucken mal. Das ist jetzt echt ein bisschen... Trick. Du hast hier. Ein Drehknöbelböbel drinne. Das ist ja. Das ist wirklich kurios, finde ich.
kann die nur drehen. Da war eine Schraube drin. Das stimmt. Die haben wir ja nun mal rausgedreht. Da ist das Ding drin. Okay, jetzt. Das ist ja jetzt ein bisschen kurios. Weil was haben diese, also hier ist ja ein Punkt, ein Pfeil. Hier ist ein Pfeil und zwei Striche. Dann muss jemand irgendwas zu tun haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir drehen, der geht nicht, schon mal nicht weiter. Nee, hier passiert nichts. Den können wir. Nee, da passiert gar nichts. Passiert da. Also das ist jetzt mehr. Das ist jetzt echt ein kurioses Rätsel. Moment. Wir sind ja auch Knülle. Wir haben doch einen Drucker, Mann. Boah, fällt mir immer nicht ein. Wir haben noch einen Drucker. Ach du heiliger Bimmer, was ist das denn? Moment. Da war doch ein Pfeil. Pfeil in die Richtung mit einem Punkt oben drauf. Okay, oben Pfeil mit einem Punkt. Pfeil in die Richtung. Mit einem Punkt. Unten war ein Pfeil. Müssen wir nochmal gucken. Ein Pfeil in die entgegengesetzte Richtung. Okay, ein Pfeil in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt also so rum. Nee, so war das nicht, ne? Nee, so war das nicht. Doch, so war das. Also ein Pfeil, die mit einem Punkt, ein Pfeil mit einem so und einem so. Ja. Stimmt eigentlich. Würde ich jetzt so sagen. Also das würde ich jetzt so behaupten. Pfeilen in die Richtung mit einem Punkt oben drauf. Und da gibt es ja keinen anderweitigen Punkt mehr. Wenn wir das jetzt mal einfach so rum. Und dann machen wir das einfach mal so rum. Nee, hier passiert nichts. Aber ja, das ist jetzt immer Moment. Was haben diese Pfeile hinten drauf zu bedeuten? Das ist ja der oberste Pfeil, zeigt in die Richtung, in die andere Richtung. Also theoretisch, der oberste Pfeil zeigt in die Richtung,
in die er jetzt nicht zeigt, sondern in die Richtung. Und da ist der Punkt. So ist das ungefähr, würde ich sagen. Können wir nochmal gucken? Ja, so ist das ungefähr. Und der Pfeil zeigt in die entgegengesetzte Richtung. Aber die blinkeln immer noch rot. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Was die drei Dinger hier zu sagen haben, I know. Aber wie soll das sonst gehen? Weil andere Pfeile habe ich jetzt hier drauf jetzt nicht begutachten können eigentlich. Okay. Moment. Wir müssen dann nochmal hinten rauf gucken. Ja. Ja, ist komisch. Also der Pfeil zeigt in die Richtung mit dem Punkt und der Pfeil zeigt in die Richtung mit dem Punkt. Mit dem Strich und dem dicken Strich. Also zwei Striche und dem dicken Strich. Das ist jetzt... Schaffen wir jetzt hier nur Kapitel 3 oder was? Andere Symbole gibt es doch gar nicht. Dann ist doch so richtig. Einen anderen... Pfeil Gift nicht. Gift nur den. Das ist ein richtiger Pfeil. Unten auch. Das ist jetzt mal ein bisschen komisch, finde ich. Also, so rum ist das eigentlich richtig. Trotzdem. Den so rum. Den so rum. Passiert aber immer noch nichts. Das ist jetzt echt komisch. Also, dass ich das jetzt nicht gelöst kriege. Okay. Was ist das? Die Punkte hätten sich jetzt nicht verändert. Nö. Oder sehe ich das gerade falsch? Nee, die Punkte haben sich nicht verändert. Ich habe erst gedacht, okay, drehen wir da einfach dran. Dann drehen sich ja die Punkte mit. Nein, nee, die Punkte sind gleich geblieben. Aber es macht ja... Aber die Dinger, also macht ja keinen Sinn hier gerade. Also gerade so, das macht ja gar keinen Sinn. Punkt, 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 durch. Da
Das ist jetzt. Hier gibt's auch. Keine großartige Verwenderung, ne? Also ob ich hier dran drehe oder nicht, das pups sich gerade ein bisschen weg, würde ich sagen. Weil man dafür die Kombination gar nicht hat. Das ist. Das ist komisch. Wozu sind die hier oben? Das ist die große Rätselfrage. Wofür sind diese? Punkte kriege ich ja so nicht bewegt, finde ich. Oder sehe ich das gerade falsch? Ich glaube nicht, dass ich... Ich kann das schieben, ja, aber... Moment. Wir probieren mal was aus. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Aber gut, Ideen kann man auch ganz schnell wieder verwerfen, würde ich sagen. Puppi! Na, wo ist denn das Ding jetzt da? Bleiben die gleichen. Und theoretisch ist halt meine Meinung, so denke ich mir das, der müsste hier hin. Das heißt also, der Punkt müsste dorthin. Aber das Problem ist, man kriegt dieses Symbol nicht gedreht, finde ich. Aber man kriegt doch die Kreise nicht gedreht. Das ist echt kurios. Kuriosi, kuriosi. Ne, die Punkte sind immer die gleichen. Ich frage mich auch, was das mit den Symbolen so auf sich hat. Also hier diese Symbole hier. Damit kommen wir nur weg. Weil eigentlich ist ja dieses Hintergrundsymbol ist ja da, aber ich krieg halt dieses nicht verschoben. Ey. Ich weiß noch nicht wie. Das ist mein Problem. Ich weiß echt nicht, wie ich diese Pünktchen so verschoben krieg, damit das passt. Wow, wow, wow. So, jetzt haben wir das wieder so. Hat sich immer noch nicht geändert. Das ändert sich auch nicht. Oder, warte mal, wir müssen das mal... Wir tauschen das mal.
Ja, aber so kannst du ja nicht hinhauen. Nee, so kannst du ja nicht hinhauen. Also so haut es auf jeden Fall nicht hin. Hat sich immer noch nicht verändert. Das ist kurios. Das ist jetzt ein bisschen doof jetzt gerade. Ich würde sagen, also ich komme hier wirklich jetzt gerade voll nicht weiter. Ich würde sagen, es wäre cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, wie man dieses Kapitel löst. Also wie man dieses Kapitel wirklich löst. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht, weil wir können... Ich glaube nicht, dass wir dort mit einem Magnetschraubenzieher rangehen können. Das könnte ich mir jetzt so nicht vorstellen. Nein, 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 nein. Das heißt also hinten dran können wir das ja dann auch nicht. Nö, nö, nö. Okay. Gut. Ja, ihr Lieben, ich weiß absolut nicht, wie wir dieses lösen können. Ich habe echt keine Ahnung, ich weiß es nicht. I know, I know. Also wenn ihr mir das echt, wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das echt gerne lieb und nett in die Kommentare schreiben. Ich wäre sehr verdankt, also sehr dankbar dafür, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ansonsten würde ich sagen, ja, tut mir leid. Ich habe gedacht, wir schaffen Kapitel 3, aber die Rätsel werden auch wirklich immer kurioser und immer schwerer. Ja, deswegen würde ich sagen, ja, also schreibt es mir in die Kommentare, ich komme nicht weiter. Es wäre halt super, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und nicht vergessen, ihr findet dort drüben ein neues, also ein automatisch erworbenes Video für euch. Könnt ihr mal reinschnicken. Vielleicht gefällt es euch. Ansonsten haut rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.